Konzert im Berliner Club Binu. Ruhiger Pop, fröhlich und gleichzeitig melancholisch. Das ist die Musik von Singer-Songwriter David Lemaitre. Der Sänger, seine Stimme, sein Ausdruck, wenn er singt. Ich bin sprachlos. Feiner Songwriter. Extrem, extrem frisch, extrem professionell. So wie die Musik machen mit den unterschiedlichsten Instrumenten, mit keine Ahnung, mit Papier, mit Flaschen. Wahnsinn. Also, wow. Ob Gitarre, Streichinstrumente oder Plastiktüten. David Lemaitre tritt mit nur 2 Bandkollegen auf, doch ihr Repertoire an Instrumenten ist beeindruckend. Besonders markant ist die Stimme des 32-jährigen Sängers. Auf seiner Tour spielt er vor vielen, die ihn zum ersten Mal hören, auch hier in Berlin. Das Berliner Publikum ist natürlich auch sehr, sehr viel Gutes gewohnt und es kommen ja mittlerweile alle Künstler hierher und deshalb ist es vielleicht noch mal so ein bisschen eine andere Herausforderung. Er muss es wissen. Der gebürtige Bolivianer kam vor 10 Jahren zum Studieren nach Deutschland. Vor 3,5 Jahren zog er nach Berlin. Seit seiner Kindheit in La Paz schreibt David Lemaitre Songs und sucht nach einer eigenen Handschrift. Es gibt natürlich halt auch viel Musik, wo man halt auch eine Maske trägt oder vielleicht eine Rolle spielt. Und ich versuche mit dem, was ich mache, genau das Gegenteil eigentlich zu erreichen. Ich möchte auf der Bühne und auch in der Haltung und mit meinen Texten eigentlich so sehr ich sein, wie ich es nur kann. Im April hat David Lemaitre sein Debütalbum Latitude veröffentlicht. Der Videoclip zur ersten Single Megalomania zeigt 2 Schwestern, die einander fremd werden. Megalomania ist die Krankheit der Selbstverliebtheit und ich finde, das erkenne ich viel in meinem ganzen Umfeld und vor allem halt auch immer wieder in mir selbst. David Lemaitre unterwegs in der deutschen Hauptstadt. Hier ist sein Album entstanden. Hier findet er seine Inspiration. Es gibt wenige Städte, wo man zumindest für sich behaupten kann, dass man nach vielleicht auch nur 3 Jahren oder so Berliner ist. Und das macht Berlin aber möglich. Zurück im Club Binu, kurz vor dem Auftritt. Lampenfieber hat David Lemaitre nicht mehr, obwohl jedes Konzert anders ist. Und das liegt nicht nur am Publikum. Ich behaupte, dass eine Band am Anfang und am Ende von einer Tour immer unterschiedlich klingt. Und das Schöne an der Musik ist, dass es eher so eine Art Behältnis ist, wo man immer wieder was Neues reinmachen muss. Es ist im Endeffekt ja nur wie eine Form, die wir immer wieder nachgehen. Und so wird auch der Song Spirals vielleicht nie wieder genau so klingen wie an diesem Abend in Berlin.